Hört ihr den Jingle schon? Ach Mist, ja, ich so habe jetzt wieder vergessen, den Sound fang, fang, fang. Okay, cool, okay, oder nee, okay, dann spiele ich jetzt nochmal den Jingle mit Sound ab. Ja, genau, das ist halt bei Zoom so immer so ein großes Problem, dass man eben so extra noch dieses Häkchen machen muss, dass der Sound mit übertragen wird. Ah, Weil ja, okay. das ist halt immer das Ding. Also es wäre jetzt, ich meine, ich also habe jetzt so gemacht, es wäre jetzt völlig besser gewesen, du hättest jetzt einfach Ja, angefangen. Mist, tut mir Nee, leid, das aber war jetzt irritiert. genau, okay, aber Oder egal. ich kann jetzt auch einfach anfangen. Nee, genau, jetzt spiele ich einfach mal Okay. kurz und dann. So, herzlich willkommen zur Veranstaltung Philosophische Kritik der Demokratie im Ausnahmezustand. Wie immer mittwochs um 20:15 Uhr, heute zum Thema Begriff des Allgemeinwohls zu Jean-Jacques Rousseau und Hannah Arendt. Wie immer möchte ich nochmal darauf hinweisen, auch auf unsere andere Reihe. Jeden Donnerstag um 20:15 Uhr, Einführung in die radikale Philosophie. Der nächste Vortrag wird von Constanze Kaiser sein und über Hegel handeln, mit dem Titel Über Herrschaft und Knechtschaft, Knechtschaft im Anschluss an Hegels Phänomenologie des Geistes. Wie immer freuen wir uns auch, wenn ihr Kommentare in den Chat schreibt. Wir haben auch noch eine Person mit in dem Stream oder mit auf Zoom. Da kann man natürlich auch gerne Fragen stellen. Und den Spenden- und Kontaktlink werde ich wieder in die Kommentare stellen. Und dann würde ich auch schon an Herrn Schönherrmann übergeben. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen an alle, die es jetzt sehen oder auch später. Das war jetzt schon wichtig, dass die Musik von Rousseau erscheint, denn schließlich wird es gleich um Rousseau gehen. Aber bevor ich in medias res gehe, muss ich doch noch auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Denn es erscheint jetzt gerade in den nächsten Wochen, Tagen oder so mal ein Buch über Emmanuel Levinas. In gewisser Hinsicht war die Vorlesung über Levinas im letzten Semester da wesentlich mit verbunden. Der Titel, ich darf es mal kurz so zeigen, das ist bei Innsbruck University Press erschienen, Gesicht und Gerechtigkeit, Emmanuel Levinas, politische Verantwortungsethik. Das hat natürlich doch, es geht nicht um Corona, das sage ich gleich. Sozusagen mit dem Thema wollte ich diese gewichtige Auseinandersetzung mit Levinas nicht einfach belasten. Aber es ist klar, es gibt genug Anspielungen. Der Titel Gesicht und Gerechtigkeit ist sozusagen programmatisch. Also das Buch ist relativ umfänglich, hat 700.000 Anschläge. Es ist auch sicher nicht ganz einfach, kann ich auch sagen. Was es kostet, weiß ich nicht genau, zwischen 30 und 40 Euro. Bei der Gelegenheit darf ich auch auf das vor kurzem erschienene Buch noch hinweisen über Sartres Existenzialismus als politische Philosophie des Widerstands. Das ist auch eigentlich, der Titel ist der Zeit geschuldet, das ist ganz klar. Auch wenn es nicht direkt um Corona geht, geht es um die Philosophie des Widerstands. Das ist, naja, nur halb so dick, würde ich mal sagen, und kostet auch nur 9 Euro. Ist bei BOD erschienen. Und weil es ja heute über Hannah Arendt geht, darf ich auch noch auf mein im letzten Jahr erschienenes Buch über Arendt als politische Philosophin verweisen. Sind auch etwa 400.000 Anschläge.
Und kostete, glaube ich, so auch bei BOD erschienen, kostet etwa 8 Euro, ist also das Billigste sozusagen. Ja, diese Werbung in eigener Sache musste ich jetzt unbedingt mal erledigen, damit das mal hier sozusagen da ist. Und damit ja heute in medias res, Rousseau und Arendt und das Allgemeinwohl und sozusagen die Demokratie als Realisierung des Allgemeinwohls. Ich fange erstmal noch ganz harmlos an. Also Rousseau ist 1712 geboren und 1778 gestorben, 11 Jahre also vor der Französischen Revolution. Und ich lese jetzt eine Stelle einfach vor, die ist auch in den Materialien vorhanden. Das ist nämlich aus den Träumereien eines einsam Schweifenden, Rêverie d'une première solitaire, das ist in den letzten Lebensjahren von Rousseau erschienen, geschrieben worden, erschienen ist das, glaube ich, nicht mehr zu Lebzeiten. Aber naja, es hat gewisse Parallelen zu Nietzsches Ecce Homo. Und jedenfalls heißt es in diesem Buch so schön: Allda stehe ich also, allein auf Erden, ohne Bruder, ohne Nächsten, ohne Freund, nur mich zur Gesellschaft, mich allein. So wurde durch einhelligen Beschluss der geselligste und leutseligste Mensch von allen geächtet. Ich hätte die Menschen geliebt, trotz allem. Meiner Zuneigung konnten sie sich nur entziehen, indem sie keine mehr sind, also keine Menschen mehr sind. Ja, Rousseau ist eine vergleichsweise, ist schon eine problematische Figur. Ja, wie auch immer, paranoisch, neurotisch. David Hume hat ihm im Grunde einen Posten in England verschafft. Er fühlte sich verfolgt, er ist wieder gegangen. Also, aber eine gewisse Arroganz spricht aus diesen Sätzen. Ja, das nur so ein bisschen zur Einstimmung auf Rousseau. Jetzt komme ich natürlich als erstes mal mit dem berühmten Anfang des Contrat Social, der 1762 erscheint. Im selben Jahr erscheint der Emil. Und dieser Emil wird ihm den Ruf ruinieren. Dann muss er quasi flüchten, der Emil wird verbrannt und so weiter. Der Contrat Social geht da fast unter, obwohl der dann später natürlich zusammen mit dem Emil seine wichtigste Schrift wird. Und naja, da heißt es in diesem Buch ganz am Anfang die berühmten Sätze, die irgendwie viele kennen. Und der erste Satz ganz besonders, der Mensch wird frei geboren, aber überall liegt er in Ketten. Ja, das ist ja irgendwie, das kann man vor der Französischen, also 1762, Absolutismus und so weiter, klar. Dann wird es allerdings schon etwas trickreicher. Manch einer glaubt, Herr über die anderen zu sein und ist ein größerer Sklave als sie. Das ist ja schon etwas merkwürdig. Da könnte man so denken, na ja, der Herr ist an den Mast der Herrschaft gebunden und damit ist er auch irgendwie Sklave. Aber Hegels Kapitel über Herr und Knecht gibt es noch nicht um diese Zeit, also darauf kann er nicht rekurrieren. Dann aber wird es sehr dubios, denn dann folgt eine Frage: Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen? Ich weiß es nicht. Da könnte man fast sagen, er lügt. Das will ich Ihnen dann noch vorführen. Er tut so, als wüsste er es nicht oder als hätte er darauf keine Antwort. Er hat darauf sehr wohl eine Antwort. Aber dann wird es noch dubioser. Was kann sie rechtmäßig machen? Ich glaube, dass ich dieses Problem lösen kann. Also rechtmäßig machen, dass der Mensch zwar frei geboren, aber in Ketten liegt und dass sich manch einer als Herr fühlt und ist er doch ein größerer Sklave als Sie.
Was wird da rechtmäßig gemacht? Vor allen Dingen mit den Ketten und dem Freigeborenen. Das ist sozusagen die merkwürdige Konstruktion ganz am Anfang des Kontrasozialen. Und das ist längst nicht so revolutionär, wie es zunächst aussieht. Man kann auch insgesamt sagen, dass Rousseau eigentlich gar nicht sehr revolutionär eingestellt war. Dass ihn Robespierre dann quasi zum Großvater der Revolution gemacht hat, passt eigentlich zu der Figur Rousseau nicht unbedingt. Aber auf der anderen Seite wird Rousseau doch der eigentliche Vordenker der Demokratie. Und das ist auch eine große Merkwürdigkeit, aber ich hoffe, das vorführen zu können. Diese Merkwürdigkeit beruht auf einer Konstruktion, die womöglich heute im Corona-Regime aufgeht. Also das nur mal so als Vorahnung. Jedenfalls zunächst mal scheint es nichts damit zu tun zu haben, was Hannah Arendt geschrieben hat. Das finden Sie auch auf den Blättern. Also dass diese Stelle unter der Stelle Allgemeinwohl, der Allgemeinwille und das Allgemeinwohl. Ich blende dann schon auch ein, wenn es nötig ist. Aber im Moment, denke ich, ist das nicht so nötig. Die Stellen sind jetzt nicht so unbedingt nachlesbar und Sie können es ja theoretisch machen. Ja, Arendt sagt, das ursprüngliche Ziel der Revolution war Freiheit. Im Sinne der Abschaffung persönlicher Herrschaft und der Zulassung aller zum öffentlichen Bereich sowie ihrer Beteiligung bei der Verwaltung der Angelegenheiten, die alle betreffen. Ja, wird das mit Rousseau kompatibel sein oder wird das nicht mit Rousseau kompatibel sein? Rousseau ist eigentlich in gewisser Hinsicht der Erfinder der Deprivationstheorie der Kultur. Denn berühmt wurde er mit seinem ersten Diskurs, der ist von 1750. Und da hatte die Akademie von Dijon die Frage gestellt, wozu dient Kunst und Wissenschaft? Und natürlich im aufgeklärten Jahrhundert kann man das 18. nicht nennen, aber im Jahrhundert der Aufklärung, da war das eigentlich klar, wozu dient Kunst und Wissenschaft? Natürlich zum Fortschritt. Und Rousseau sagt das Gegenteil. Und so heißt es im ersten Diskurs, also über Kunst und Wissenschaft wird der Titel so genannt, ansonsten wird da das Buch auch Erster Diskurs genannt und Sie finden das ebenfalls oft in den Unterlagen, die Literaturliste, die Literaturangabe. Da heißt es, der tatsächliche Verfall, in dem Maße, in dem unsere Wissenschaften und Künste zur Vollkommenheit fortschritten, sind unsere Seelen verderbt worden. Also Kunst und Wissenschaft führen gerade nicht zum Fortschritt. Das ist natürlich völlig konträr zum Denken des 18. Jahrhunderts, also zum Denken der Aufklärung. Ja, das muss man sagen. Und er ist ja mitten unter den Aufklärern. Er wird mehrere Artikel, den einen zitiere ich auch über politische Ökonomie, zur Encyclopédie Française beitragen, die Diderot und D'Alembert um diese Zeit starten, 1750, ziemlich genau. Er gehört zum Kreis derjenigen, die Baron d'Holbach in seinen Salon einlädt, in dem sozusagen fast alle Berühmten irgendwie mal zu Gast waren. Und wie es Habermas ja durchaus richtig beschreibt, indem man frei reden konnte, während draußen in den Kneipen und Restaurants, da war es gefährlich, da hörte die Geheimpolizei des Absolutismus mit.
Und so hatten die Salons in Paris speziell, die eben diese Funktion einer abgeschotteten Gesellschaft, da wurde natürlich nur handverlesen eingeladen. Und bei Baron d'Holbach war unter anderem auch David Hume zu Gast. Und dort lernen die sich, soweit ich weiß, auch kennen, Rousseau und Hume. Und Hume wird ihm dann, als er sozusagen unter Verfolgungsdruck leidet, den Weg nach England öffnen. Also Rousseau ist ein Aufklärer und gleichzeitig erklärt er eigentlich das Gegenteil. Und die Wissenschaften und Künste verdanken sich den Lastern und nicht etwa den Tugenden. Was sind die Tugenden? Die Tugenden, das sind für Rousseau echte Tapferkeit, ja, und die militärischen Tugenden. Also da ist Rousseau auf einer, also gedanklich auf einer Schiene, die ist schon etwas merkwürdig, kann man sagen. Und also, ja, in gewisser Hinsicht ganz böse und ganz kurzschlüssig formuliert. Rousseau entwickelt einen Gedanken der Allgemeinheit, des Allgemeinwohls für den Nationalstaat, speziell im Grunde für den Nationalstaat. Er denkt auch nicht universell. Es ist nicht die universelle Vernunft, es ist der Wille. Er ist Voluntarist und kein Rationalist. Und der Wille, den gibt es sozusagen immer nur in organischen Einheiten, also im Grunde in Staaten. Und einen allgemeinen Willen der ganzen Menschheit gibt es für Rousseau nicht. Und also insoweit hin liegt er auch quer zum Denken von Kant, von Diderot und so weiter. Und also insoweit hin ebnet er, und das eben von Robespierre, also den Weg in einen Nationalstaat, der bestimmt wird in seinem Sinne von einem Volonté générale, also dem allgemeinen Willen. Das ist die Logik dieses Staates, den er quasi untermauert. Dieser Allgemeinwille, der zielt auf das Gemeinwohl, also auf ja, sozusagen das, was auch heute immer noch verkörpert, beschworen wird, von dem Nietzsche sagt, so etwas gibt es doch gar nicht. Und deswegen ist Rousseau, er ist quasi eine sehr schillernde Figur. Auf der einen Seite revolutionär, auf der einen Seite auch, auf der Seite auch irgendwo in gewisser Hinsicht individualistisch. Ich habe mal eine These gehört von einem Kolumbianer, der meinte, der Terrorismus, das war vor 30 Jahren, der Terrorismus in Kolumbien verdanke sich Rousseau. Da haben sich alle irgendwie, das war ein Vortrag in der Siemens-Stiftung für die sozialwissenschaftliche Fakultät, der Ludwig-Maximilians-Universität, haben sich alle irgendwie gewundert. Ja, es gibt diese Tendenz, dass er in gewisser Hinsicht so eine Art Individualismus verkörpert. Aber eigentlich ist die Idee des Volonté générale, des Gemeinwillens und des Gemeinwohls, diese Idee sind umfassend und haben durchaus einen gewissen totalitären Grundzug. Das muss man in der Hinsicht durchaus mitbeachten. Und insoweit hin kann man natürlich auch eine ganz böse, schnelle Linie ziehen. Ich habe in den Unterlagen unter dem ersten Punkt Kulturentwicklung als Niedergang auch ein Arendt-Zitat, das habe ich leider falsch rum, also AUE, es müsste EU heißen, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Von 1951. Und da schreibt sie, nichts, was seit dem Ersten Weltkrieg sich wirklich ereignete, konnte wieder repariert werden. Und kein Unheil, nicht einmal der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, konnte verhindert werden. Jedes Ereignis hatte die Qualität einer Katastrophe. Und jede Katastrophe war endgültig. In gewisser Hinsicht würde ich durchaus sagen,
dass Rousseau dieser Idee des Nationalstaates, der mit dem Volonté générale und dem Allgemeinwohl, damit hat er ein Konzept entwickelt, auf das sich der moderne Nationalstaat wunderbar berufen konnte. Ja, das ist sozusagen mal so als grobe Einleitung, aber es wird sozusagen noch sozusagen diffiziler. Es wird schon noch darum gehen, dass das, was der Nationalstaat im Grunde verkörpert, dass da der Körper des Nationalstaats wie des Einzelnen eine wichtige Rolle spielt. Aber langsam, zunächst muss ich auf zwei Dinge hinweisen. Die muss man einfach, wenn man über Rousseau redet, immer wieder betonen, weil das sind die großen Irrtümer, die sozusagen über Rousseau durch die Welt geistern. Der Naturmensch, der ist weder gut noch schlecht. Das finden Sie im Zitat unter Ursprung der Ungleichheit. Das ist aus dem zweiten Diskurs von 1755 über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen. Das sind diese beiden Diskurse, die man als ersten und zweiten Diskurs bezeichnet. Und es heißt ja immer, Rousseau hätte so eine Vorstellung am Anfang, der Naturmensch wäre gut. Nein, nein, so einfach ist es nicht. Er hat anders als Hobbes jedenfalls, er kritisiert Hobbes, der sagt, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und dann sagt er aber, der liebe Hobbes hat doch eigentlich den Menschen genommen, wie er heute ist. Und dann einfach den Staat weggestrichen und nicht wirklich nachgeschaut, wie es im Naturzustand war. Und ja, na klar, wenn dieser Mensch, wie er heute ist, in Naturzustand versetzt wird, dann ist er dem Menschen ein Wolf. Aber wenn man wirklich den Naturmenschen anschaut, und Rousseau geht nicht davon aus wie Hobbes, dass der Naturzustand nur ein Konstrukt, eine Hypothese ist, sondern den hat es wirklich gegeben. Das Vorbild sind die Berichte über die edlen Wilden in den USA. Das kam aber nicht nur USA, also Amerika. USA hat es noch nicht gegeben. Aber diese Berichte gingen natürlich durch Europa. Da gab es unglaublich viel sozusagen Reiseverkehr mit Schiffen. Da ist unglaublich viel Zeug auch von den Indianern geklaut und nach Europa geschafft worden und gleichzeitig entstand so ein Mythos, das ist der edle Wilde. Das ist für Rousseau irgendwie der Mensch im Naturzustand. Der streift durch die Wildnis und wenn er einem anderen begegnet, freut er sich. Er ist kein Böser, er ist aber auch noch nicht gut und schlecht, weil er hat noch kein ethisches Problem. Er ist noch nicht mit dem anderen in einer Gesellschaft verbunden und deswegen kann er nicht gut und schlecht sein. Er ist sozusagen qualifiziert gut. Er ist Gefahr für wilde Tiere und kann sich verteidigen und so weiter gegen diese wilden Tiere. Und deswegen er ist fähig, er ist durchaus nicht irgendwie eine schräge Figur, die sich bloß so irgendwie durchschlägt, sondern er ist schon ein starker, aber noch kein guter. Das ist trotzdem ein wichtiger Punkt, dass sozusagen am Anfang der Mensch grundsätzlich aber dem anderen wohlgesonnen ist. Das kann man sagen. Und das ist für Rousseau dann ganz, ganz wichtig. Das wird noch ganz wichtig. Und dann muss ich natürlich noch auf einen anderen häufig wiederholten Irrtum hinweisen. Also ein Zurück zur Natur hat Rousseau nie propagiert. Es heißt im zweiten Diskurs explizit, man muss die Gesellschaft zerstören, mein und dein beseitigen, zu einem Leben mit den Bären im Walde zurückkehren. Das ist eine Folgerung in der Art meiner Gegner. Also Rousseau ist nicht derjenige, der irgendwie ein Zurück zur Natur will, aber die Natur wird eine sehr wichtige Rolle spielen. Und das ist fast die Wegbereitung, würde ich sagen, in die Medizinisierung der modernen Gesellschaft. Jedenfalls im zweiten Diskurs entwickelt er sein Verständnis von Gesellschaftsgründung. Die ist dann von vornherein eigentlich negativ belegt. Der Erste, der ein Stück Land abgezäunt hat und dreist sagte, das ist mein
und so einfältige Leute fand, die das glaubten, wurde zum wahren Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Also das Eigentum entsteht im Naturzustand, beziehungsweise die Gesellschaft entsteht im Naturzustand, weil doch irgendwie Naturmenschen auf die Idee kommen, Eigentum zu beanspruchen und andere so dumm sind, das zu akzeptieren. Das ist sozusagen der Anfang der bürgerlichen Gesellschaft. Und mit dieser bürgerlichen Gesellschaft entsteht dann langsam die Kultur. Und diese Kultur führt aber eben nicht dazu, dass sich das realisiert, was Rom für Rousseau mal quasi als Vorbild vorschwebte, nämlich die militärischen Tugenden und ein Bürgersinn, sondern es führte zur Verfeinerung der Lüste, es führte zur Verfeinerung des Geschmacks. Und das alles ist für Rousseau eigentlich quasi Niedergang, kultureller Niedergang. Er wurde zwar fast immer von irgendwelchen adligen Damen ausgehalten, das muss man sagen, und er lebte häufig auf deren Schlössern oder in irgendwelchen Häuschen am Rande, aber er hasste die adlige Gesellschaft, vor allen Dingen die höfische Gesellschaft, die natürlich sozusagen modern gesprochen hypergestylt waren. Und diese sozusagen Entwicklung der zeitgenössischen Gesellschaft des Absolutismus, die lehnte Rousseau als eine Art Niedergang, als ein Verfall der Sitten ab. Und seine Theorie, wieso das so passiert ist, beruht auf der Annahme, dass, oder nicht nur Annahmen, sondern das ist für ihn eigentlich Faktum. Es ist für ihn Faktum. Der Naturmensch, der hat nur die Eigenliebe. Und die Eigenliebe ist gut, die ist notwendig. Das ist der Selbsterhaltungstrieb. Und dann entsteht im Laufe der Gesellschaftsentwicklung und der Künste und der Wissenschaften entsteht der Amour propre. Das ist sozusagen die Selbstsucht. Und die ist das Problem. Die natürliche Eigenliebe, die ja durchaus kooperativ ist, könnte man mit Habermas sagen, diese natürliche Eigenliebe tritt in den Hintergrund und es entsteht sozusagen das, was auch Kant als Selbstsucht und Eigendünkel bezeichnen wird. Kant liest Rousseau und wird dann seine kritische Wende vollziehen. Die Idee des Allgemeinen übernimmt er von Rousseau. Und nun haben wir also diese Situation, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, in der der Egoismus herrscht, um es mal ganz modern und platt zu sagen. Und jetzt überlegt Rousseau, wie eigentlich die Gesellschaft gegründet sein müsste. Und da wird es sozusagen sehr spannend. Also jetzt lese ich mal sozusagen hier das erste Zitat vor. Das blende ich jetzt mal ein. Da sind wir. Also das waren die Sachen, die ich Ihnen schon erzählt habe. Ach Gott, jetzt habe ich hier nochmal dieses Bild. Das muss weg. Und ja, eine ganz zentrale Stelle im Kontrasozial ist eben wie der Gesellschaftsvertrag konstituiert ist. Die Idee des Gesellschaftsvertrages beruht ja darauf, dass gegenüber dem Absolutismus und damit natürlich auch der Religion, der Kirchen, quasi ein Ort gesucht werden muss, von dem aus der Mensch Rechte entwickeln kann, die nicht auf Gott und nicht abhängig sind vom Staat, vom herrschenden Staat des Absolutismus. Und da entsteht also der Gedanke des Naturrechts, der ist alt, der Gedanke des Naturrechts, auf den greift die Aufklärung zurück. Jeder Mensch hat von Natur aus Rechte, die ihm eigentlich nicht genommen werden dürften und die er zumindest irgendwie wiederbekommen sollte, weil sie ihm natürlich, der Mensch ist frei geboren, aber überlegt in Ketten, weil sie ihm natürlich genommen worden sind. Und
Dazu stellt sich Rousseau vor, dass dazu ein Gesellschaftsvertrag nötig ist, der zwischen den Beteiligten stattfindet. Und da heißt es, also alles Unwesentliche weggelassen, lässt sich der Gesellschaftsvertrag auf folgende Begriffe, also hier RCS, Contrat Social 74, folgende Begriffe zurückführen. Ich fahre das noch ein bisschen weiter höher. Noch ein Stück. So. Jeder von uns unterstellt gemeinschaftlich seine Person und seine ganze Kraft der höchsten Leitung des Gemeinwillens, Volonté Générale, da können Sie es lesen. Also wir unterstellen die Person und die ganze Kraft der Leitung des Gemeinwillens und wir empfangen als Körper jedes Glied als unzertrennlichen Teil des Ganzen. Rousseau unterstellt mit dem Volonté Générale, dass der Staat, die Gesellschaft und der Staat ein Körper sind. Man kann eigentlich fast von organischem Körper sprechen. Moralisch, eine Moral hat der Körper, der politische Körper, das können Sie hier in dem nächsten Zitat unten sehen, der politische Körper ist also ein moralisches Wesen, das einen Willen hat. Also durch diese Verbindung, durch den Gesellschaftsvertrag entsteht der Gemeinwille und dieser Gemeinwille, dem unterordnen sich alle, die daran beteiligt sind. Und sie werden dann Glied dieses Körpers und sind natürlich damit unzertrennlicher Teil des Ganzen. Das hat auch durchaus einen positiven Aspekt. Also alle sind in diesem Kontext dann gleich. Die, wie auch immer, die Ungleichheit, die durch die Gesellschaftsentwicklung, durch Eigentum, Kunst und Wissenschaft entstanden ist, sollte wieder in die natürliche Gleichheit zurückgeführt werden. Und im gleichen Augenblick entsteht aus dieser Vergesellschaftung anstelle des einzelnen Vertragspartners ein Moral- und Kollektivkörper, der aus so vielen Mitgliedern besteht, wie die Versammlung Stimmen hat. Aus diesem Akt hat er seine Einheit, sein gemeinsames Ich, sein Leben und seinen Willen. Diese Staatsperson, die sich durch die Vereinigung aller anderen Personen gebildet hat, hieß früher Stadtstaat, heute Republik oder Staatskörper. Also, das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Der Staat, die Gesellschaft und der Staat, also der Stadtstaat und damit jetzt heute die Republik, der Staatskörper ist ein Kollektivkörper und besteht natürlich aus allen Mitgliedern, die Glieder geworden sind. Und was ja mit erwähnt wird, also Rousseau war sich im Klaren, dass diese Idee im Grunde nur in kleinen Staaten, Genf, seine Heimatstadt, hatte ja auch gewisse demokratische Strukturen, dass sie dort sozusagen sich realisieren können. Und da kommen dann alle Bürger, wie ich glaube heute noch in Appenzell, zusammen auf den Marktplatz und stimmen ab. Und dass sie sozusagen einen einheitlichen Willen haben müssten, das werde ich noch weiter erläutern. Ne? Also jedenfalls durch diesen Akt der Gründung entsteht ein Kollektivkörper, an dem jeder Einzelne quasi angehört, aber natürlich auch untergeordnet ist. Dieser Kollektivkörper hat ein gemeinsames Ich und einen Willen. Das ist eine Art Person. Und damit haben Sie wirklich also schon im Körper, im Staatskörper, steckt die Idee eines organischen Körpers. Also mit Foucault gesprochen ist das noch nicht die Zeit der Biologie. Es ist noch die Zeit der Naturgeschichte. Noch denkt man nicht wirklich biologisch wie im 19. Jahrhundert, aber es ist der Weg dorthin. Und Foucault wird auch feststellen, dass bei Hobbes diese Idee auch schon da war, aber da war das nur eine Art Metapher. Jetzt bei Rousseau kann man sagen, handelt es sich wirklich um einen
organischen Körper, der ein politischer Körper ist. Und dieser Körper hat eben einen einzigen Willen, ja, seinen Willen, das ist der Volonté Générale. Und dieser Volonté Générale, dieser Gemeinwille, das finden Sie hier im nächsten Zitat, und dieser Gemeinwille, der immer auf die Erhaltung, auf das Wohlbefinden des Ganzen und eines jeden Teils zielt und der die Quelle der Gesetze ist, ist für alle Mitglieder des Staates in Bezug auf sie und auf ihn die Regel des Gerechten und des Ungerechten. Das ist aus einer sehr interessanten Abhandlung über die politische Ökonomie, die ist schon auch 1755 publiziert worden. Das war ein Artikel eben für die Enzyklopädie Française von Diderot und D'Alembert. Und jedenfalls da expliziert er einige Sachen. Ich werde hier noch weiter dazukommen. Das ist wirklich ein sehr erhellender Text. Also der politische Körper, jetzt gehe ich erstmal wieder raus. Der politische Körper ist ein organischer Körper und jeder Bürger ist quasi ein Teil dieses Organismus. Das ist natürlich, das muss man sich klar machen, eine eminent starke Einheitsvorstellung. Dadurch entsteht eben diese Vorstellung, dass der Staat wirklich eine Art Einheit bildet, der die Individuen angehören, sind Teil dieses Staates. Da kann dann Carl Schmitt 1914 draus machen, der Wert des Einzelnen besteht nur dadurch, dass er ein Mitglied des Staates ist. Das hat Rousseau im Grunde auch schon gesagt. Sozusagen, wer da außerhalb steht, ist, gehört einfach nicht sozusagen in dieses Gemeinwesen. Und die Idee, die damit verbunden ist und die natürlich auch bis heute immer noch durch die Köpfe der Lebenden schwirrt, das Gemeinwohl, das beruht letztlich bei Rousseau auf diesem Mythos, den ich gerade vorgelesen habe, dass nämlich jeder organische Körper hat einen Willen. Und worauf ist der Wille gerichtet? Auf das Wohl des Körpers. Das ist doch eher eine Illusion, dass der Wille eines, wie auch immer, mal abgesehen von der Problematik des Willensbegriffs, aber den lassen wir jetzt einfach beiseite. Wir tun jetzt mal so, als wüssten wir, wovon wir reden. Und es gibt einen Willen und der Wille will das Gute für den eigenen Körper. Und dann gibt es schon Probleme. Was ist das Gute für den eigenen Körper? Ist das sozusagen diese Eigenliebe, die Selbstliebe? Das wäre für Rousseau genau das Richtige. Mehr darf es eigentlich, darf es jedenfalls im Sinne des Einzelnen nicht sein. Aber es ist natürlich für den Staatskörper nicht einfach mit dieser Eigenliebe getan. Das ist die Eigenliebe der Individuen. Und dann ist natürlich die Frage, worauf zielt er denn wirklich ab? Und außerdem kann man auch in Frage stellen, ob jede Form der Selbstliebe, der Eigenliebe, des Willens wirklich das Gute für den eigenen Körper will. Diese Vorstellung hat vielleicht der eine oder andere von sich. Dann werden andere sagen, aber der ruiniert sich und so weiter, indem er entweder Rauch trinkt oder irgendwelche bösen Dinge sagt. Und und das ist natürlich genau etwas, was dann also im Stil von Rousseau später die Vertreter gemeinschaftsorientierter Staatsvorstellungen, Charles Taylor in Kanada, der lebt noch hoch betagt, der hat in den 80er Jahren ja eben bemerkt, dass der Einzelne nicht darüber entscheiden kann, ob seine Wünsche authentisch sind oder nicht, sondern das wird die Gesellschaft tun. Denn es kann sein, dass seine Wünsche mit seinen wahren Zielen, die die Gesellschaft definiert, nicht übereinstimmen. Und dann muss er sich von der Gesellschaft quasi sagen lassen, was seine eigentlichen Wünsche sind. Hier haben wir genau dieses rousseauianische Problem, das Rousseau auf den Weg gebracht hat. Und ja, und deswegen ist natürlich auch die Frage, ob
sozusagen das, was Arendt unter Freiheit versteht, ob das wirklich Rousseaus Vorstellung ist. In gewisser Hinsicht könnte man sagen, sie sagt, die Revolution zielt auf die Freiheit und damit auf die Beteiligung am politischen Gemeinwesen. Das ist das eine, das könnte mit Rousseau noch übereinstimmen. Aber auf der anderen Seite ist für Rousseau eben der Volonté générale dominant. Das ist dieser Allgemeinwille. Und wie kann der mit den Individuen übereinstimmen? Das ist jetzt sozusagen die Frage und auch die Frage quasi, wie totalitär ist das Denken von Rousseau? Denn Rousseau schreibt, das darf ich jetzt wieder einblenden, in der von mir jetzt schon gelobten Schrift Abhandlung über die politische Ökonomie. Da schreibt er doch sehr bezeichnende Worte oder auch sehr seltsame Worte, müsste man eigentlich sagen. Aber es sind Worte, ich denke, die haben sich in einem gewissen Rahmen, also sozusagen im Totalitarismus, mit Sicherheit durchgesetzt. Und ich glaube, sie sind heute auch nicht ganz so fern. Hier heißt es also in der politischen Ökonomie unter Moralismus als Weg ins Totalitäre. Das, finde ich, ist die markanteste Stelle. Auf welch unbegreifliche Art und Weise hat man das Mittel gefunden, die Menschen zu unterjochen, um sie frei zu machen? Da gibt das im Grunde zu. Sie werden quasi unterworfen, um im Dienste des Staates die Güter, die Hände, das Leben selbst aller ihrer Mitglieder einzufordern, ohne sie zu zwingen und ohne sie zu befragen. Also der Staat darf das Leben jedes seiner Bürger einfordern und braucht ihn gar nicht zu fragen. Also da kann auch nicht Nein sagen. Und es wäre gar kein Zwang. Also wenn Kant die Pflicht als freiwillig begründet und das 19. Jahrhundert aus der Pflicht die Wehrpflicht macht, also einen Zwang macht, dann wäre Rousseau derjenige, der den Weg quasi zu diesem Pflichtgedanken unter anderem mit dieser Stelle gezeigt hat. Der eingezogen wird zum Militärdienst, wird gar nicht gezwungen. Der wird gar nicht gezwungen. Das ist einfach, er gehört dem Staat. Man braucht doch nicht befragt zu werden. Und jetzt geht es aber noch weiter. In ihren Willen an ihre eigene Zustimmung zu ketten, ihre Einwilligung gegen ihre Verweigerung durchzusetzen und sie zu zwingen, sich selbst zu bestrafen, wenn sie tun, was sie nicht tun sollten. Und jetzt geht es noch hübsch weiter. Wie kommt es, dass sie gehorchen und niemand befiehlt, dass sie dienen und doch keinen Herrn haben und umso freier sind unter einer scheinbaren Unterwerfung, als jeder nur das von seiner Freiheit verliert, was der Freiheit eines anderen schaden kann? Der letzte Gedanke, der geht in die Kantsche Rechtslehre ein. Der ist auch noch ganz okay. Der hat sozusagen noch eine gewissen sozusagen rechtskonstituierende Dimension im Sinne, wo ist die eigene Freiheit, wo endet sie? Und die endet natürlich auch bei Kant in der Freiheit des anderen. Und aber eben die Voraussetzung dazu ist, dass das gehorcht wird, ohne dass es sozusagen ein wirklicher Befehl ist. Und dass sie sich selbst bestrafen, wenn sie tun, was sie nicht tun sollten. Wie kann sozusagen, jetzt gehe ich erstmal wieder raus, wie kann Rousseau auf so eine Idee kommen? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt noch einen Blick auf seine Kulturtheorie wirft? Und da liegt eigentlich sozusagen der Hase begraben in gewisser Hinsicht. Eben, der Mensch ist von Hause aus nicht egoistisch. Und wenn wir einen solchen nicht egoistischen Menschen haben, auch wenn wir ihn nicht mehr im Naturzustand belassen, wo er nur ganz selten irgendwelchen anderen Leuten begegnet, mit denen er freundlich umgeht,
Wenn wir den in die Gesellschaft versetzen würden, hätten wir den quasi den dienenden Menschen, der seiner Natur nach eben gar kein egoistisches Interesse entfaltet hat. Also eben wieder die Deprivationstheorie der Kultur von Rousseau, der zeitgenössische Mensch ist egoistisch gemacht worden durch die Kultur. Und wenn wir den Naturmenschen, wenn wir an den Naturmenschen anschließen könnten, dann hätten wir sozusagen den, jetzt sage ich einfach mal, den guten Menschen in Anführungszeichen. Und dieser gute Mensch tut das, was der Volonté General von ihm will, quasi von selbst. Und da sind wir bei der Grundaporie der Aufklärung des neuzeitlichen und modernen Denkens, des Gegensatzes von Individuum und Gesellschaft und Staat. Und das löst Rousseau in der Form, dass er eigentlich sagt, es gibt eigentlich gar keinen Gegensatz. Von Hause aus ist das eigentliche Interesse des jedes Menschen identisch mit dem der Gemeinschaft. Das ist das Ende sozusagen jeder, man könnte sagen, Selbstentfaltung. Das ist das Ende natürlich sozusagen der Individualität im Grunde. Das ist natürlich genau das, was sich seit der Renaissance entwickelt hat. Das Individuum ist ein Produkt der Renaissance. Und natürlich ist das Bürgertum mit seiner kapitalistischen Neigung, mit seiner ökonomischen Neigung ganz klar ein Wegbereiter dieses ökonomischen Liberalismus und Individualismus. Das ist die eine Seite, die ist aber bei Rousseau nicht mal, also die steht gar nicht im Fokus seiner Kritik. Sein Problem ist natürlich der Absolutismus, eben diese höfische Gesellschaft. Aber das kann man natürlich rückbeziehen auf das Bürgertum. Nur, die Differenz zwischen Bürgertum und Rousseau dürfte in der Tat nicht so groß sein wie die zwischen dem Adel und Rousseau. Denn das Bürgertum im 18. Jahrhundert in der Aufklärung versucht sich ja quasi moralisch zu präsentieren, während der Adel sich um die Moral überhaupt nicht weiter kümmert. Da könnte man sagen, hat Rousseau natürlich etwas erkannt und das führt dann natürlich in die Richtung, dass Robespierre ihn rezipieren kann und Saint-Just, der sozusagen radikale Mitstreiter von Rousseau, eben auch bemerken kann, dass jetzt quasi die Tugend, wir haben die richtige Tugend, die zeigt uns Rousseau, die zeigen uns natürlich auch einige andere Autoren. Und wenn wir die richtige Tugend haben, dann ist jedes Mittel recht, eben auch die Guillotine, um diese Tugend durchzusetzen. Rousseau ist in der Hinsicht der Vordenker einer ganz bestimmten Form von Tugend, die darauf beruht, dass das Individuum im Grunde kein Eigeninteresse haben darf. Und dass dieses Eigeninteresse quasi, eigentlich sollte es dann letztlich, da komme ich aber noch dazu, da wird es dann sozusagen besonders spannend, sollte durch die Erziehung verhindert werden. Aber zunächst mal ist einfach die Grundidee die, dass der Mensch von Natur aus eben eigentlich sich in diesen Körper, in diesen Gemeinschaftskörper einfügen würde, wenn ihn nicht die Gesellschaft auf Abwege bringen würde. Und damit komme ich jetzt mal wieder nebenbei, ich muss ja auch noch ein bisschen über Arendt reden, zu einer ganz bösen These von Arendt, wo man sozusagen sich fragen kann, ist das Rousseau oder ist das nicht Rousseau? Das werde ich auch einblenden. Wo sind wir hier? Hier sind wir wieder. Ups, wieso tut es nicht? Doch, tut. Und jetzt... das, was Rousseau hier entwickelt, der quasi unegoistische Mensch, ist der Mensch, der sich so,
in den Staatskörper einfügt. Und der dann natürlich durchaus seine Privatsphäre hat, das ist klar, soll er auch haben, er soll seine Familie haben, die spielt bei Rousseau übrigens eine ganz wichtige Rolle. Und auch die Rolle der Frau ist sehr spannend, denn Rousseau sagt, dass die Frau die hat sozusagen keinen Sexualtrieb, sie hat kein Begehren, sie hat kein sexuelles Begehren. Das sexuelle Begehren hat nur der Mann. Und deswegen ist die Aufgabe der Frau, das sexuelle Begehren des Mannes zu kontrollieren. Also der Ehefrau, versteht sich, der Gattin. Sie hat das sexuelle Begehren des Mannes zu kontrollieren und zu lenken, so zu lenken, dass sie aus ihm einen guten Bürger macht. Also eine durchaus sozusagen wichtige Funktion, aber natürlich ist die Frau Mutter und Gattin, ne? Und sonst hat sie keine Funktion. Aber die Funktion ist eigentlich den Bürger zu schaffen, aber den Bürger, der sich in seine Gemeinschaft, also in den Staatskörper einfügt. Und Arendt schreibt 1944 in einem Aufsatz, also war diese Organisation noch tatkräftig unterwegs. Und damit ist Himmler gemeint, also der SS-Chef. Und er hat seine neueste, das gesamte Land umfassende Terrororganisation bewusst auf der Annahme aufgebaut, dass die meisten Menschen, nicht Bohemiens, nicht Fanatiker, nicht Abenteurer, nicht Sexualverbrecher und nicht Sadisten sind, sondern in erster Linie Jobholder und gute Familienväter. Es war, glaube ich, Pegu, der den Familienvater den Grand Aventurier du 20. siècle genannt hat. Er ist zu früh gestorben, um in ihm noch den großen Verbrecher des Jahrhunderts zu erleben. Das ist natürlich ein besonders hartes Wort von Arendt, aber das passt nun eigentlich wunderbar sozusagen in die rousseauische Konstruktion, da der Bürger in der Familie zum Bürger gemacht wird, seine egoistischen Interessen aufgehoben werden und dass er von Hause aus auf seine Eigeninteressen verzichtet und Teil dieses Staates wird, dem er dann quasi dient. Hm, klar, das nächste Zitat, das bringe ich auf jeden Fall noch, aber jetzt geht es erstmal um die weitere Geschichte bei Rousseau, deswegen gehe ich erstmal raus. Nun ist es allerdings so, ja, das lasse ich jetzt alles erstmal beiseite, sonst da komme ich vielleicht hinterher noch dazu, aber ich komme jetzt gleich zu dem Punkt Erziehung zum Staatsbürger. Denn das ist in gewisser Hinsicht der Knackpunkt bei Rousseau und das ist auch genau der Knackpunkt, der den Weg in die Medizinisierung weist, die ja um diese Zeit längst im Gange war. Rousseau ist kein Freund der Ärzte gewesen, aber das hat jetzt damit nichts zu tun. Sozusagen die Konstruktion, die er wählt, die passt wunderbar oder lässt sich überschreiben quasi in eine Art medizinische Kontrolle. Die Erziehung zum Staatsbürger. Rousseau ist der Erfinder der Kindheit. Er ist der Wegbereiter sozusagen der modernen Pädagogik. Das muss man einfach ihm lassen. Auch wenn Pestalozzi den Emil auf seinen Sohn anwandte und der dann darüber verrückt wurde. Rousseau hat in der Tat eben die Kindheit entdeckt, dass das ein eigener Lebensabschnitt ist, dass Kinder nicht einfach nur kleine Erwachsene sind, wie man sie bis dahin im Grunde verstanden hat, sondern eine eigene Dimension hat. Warum konnte Rousseau entdecken? Ja, Kinder kommen ja neu auf die Welt, ein Gedanke, den Arendt auch hat.
Jeder Gebürtliche, der auf die Welt kommt, ist etwas Neues. Bei Rousseau könnte man eher sagen, es ist etwas Altes. Es ist nämlich der Naturmensch. Das Kind ist ja noch nicht verbildet. Das Kind ist noch Natur. Das ist quasi noch der Ausdruck der Natur selbst. Und da ist eben noch nicht alles das passiert, was dann mit dem Kind passieren wird. Und deswegen ist es auch für Rousseau so, dass die Erziehung relativ, also erstens soll die Erziehung fernab auf dem Lande stattfinden, ja nicht in der bösen Stadt mit ihren sozusagen, mit ihren kulturellen Gepflogenheiten, mit ihrem Egoismus und so weiter. Da kommt dann die Idee des Landinternats her und so weiter. Also fernab aus den bösen Städten sollen die Kinder erzogen werden. Und man soll sie durchaus sich selbst überlassen, weil sie ja sozusagen noch diesen, sie sind im Grunde das Natürliche, in das man gar nicht unbedingt allzu sehr eingreifen soll. Und da darf ich jetzt doch einige Zitate in dieser Hinsicht, also im Hinblick auf die Erziehung, vorlesen. So. Da muss ich jetzt hier erstmal weiterfahren. Hier ist die Erziehung zum Staatsbürger. Also auf der einen Seite heißt es in der politischen Ökonomie, das war natürlich 7 Jahre vor dem Emil, vom ersten Augenblick des Lebens muss man lernen, das Leben zu verdienen. Da man mit der Geburt an den Bürgerrechten teilhat, muss der Augenblick unserer Geburt der Beginn der Ausübung unserer Pflichten sein. Wenn es Gesetze für Erwachsene gibt, muss es auch Gesetze für die Kindheit geben, die lehren, anderen zu gehorchen. Also wie man die Vernunft eines jeden Menschen nicht zum einzigen Schiedsrichter seiner Pflichten macht, so darf man umso weniger die Erziehung ihrer Kinder den Einsichten und Vorurteilen ihrer Väter überlassen, da sie für den Staat noch wichtiger ist als für die Väter. Also das ist natürlich das Plädoyer für eine öffentliche Erziehung. Das ist in gewisser Hinsicht auch die Internatserziehung und so weiter. Also die Väter sind verdorben. Die Väter sind verdorben, das ist das eine. Und diese Verdorbenheit der Väter, die muss, also die darf nicht auf die Kinder übergehen. Deswegen muss man sie im Grunde daraus lösen. Aber diese Kinder, also hier propagiert er sozusagen von Anfang an eine Art Erziehung zur Unterwerfung unter die Pflichten. Das wird allerdings im Emil dann etwas anders aussehen. Da heißt es hier, Emil 182, das lasse ich jetzt hier mal oben weg, weit entfernt davon, Emil vor jeglicher Gefahr zu behüten, wäre es mir gar nicht recht, wenn ihm nie etwas zustieße und er aufwüchse, ohne zu wissen, was Schmerz ist. Das Erste, was er lernen und unbedingt wissen muss, ist, leiden zu können. Okay, da haben wir auch noch das. Und jetzt kommt es sozusagen noch eine Nummer härter. Schränkt also den Wortschatz der Kinder so sehr wie möglich ein. Es ist ein großer Nachteil, wenn es mehr sagen kann, als es zu denken vermag. Ich glaube, einer der Gründe, warum die Menschen vom Land im Allgemeinen einen gesünderen Geist haben als die Stadtmenschen, ist der, dass ihr Vokabular weniger reich ist. Sie haben wenig Vorstellungen, aber sie setzen sie gut in Beziehung. Das kann man natürlich jetzt gleich in eine entsprechende Richtung lenken. Also die Erziehung soll nicht gerade dazu führen, dass die Kinder, hier heißt es im Grunde zwar irgendwie dem Alter angemessen oder so, aber grundsätzlich sollten sie sozusagen eher bei einer einfachen Sprache verharren und nicht etwa in den städtischen Dialekt, in den städtischen Diskurs geraten. Und das ist gesünder. Da haben wir auch das Argument der Gesundheit. Und dann geht es natürlich um Natur. Wie gesagt, das Kind ist der Natur noch näher.
und lenkt die Aufmerksamkeit eures Zöglings auf die Naturphänomene und bald macht ihr ihn wissbegierig. Aber um seine Wissbegier zu schüren, beeilt euch nicht, sie zu befriedigen. Stellt ihm Fragen, die seiner Fähigkeit entsprechen und lasst ihn sie selbst lösen. Er soll nichts wissen, weil ihr es ihm gesagt habt, sondern weil er es selbst verstanden hat. Das ist natürlich durchaus keine schlechte Pädagogik. Das ist schon klar, aber natürlich soll der Geist des Zöglings auf Naturphänomene gerichtet werden, also gerade nicht auf Stadtphänomene. Also natürlich in dieser Dimension, das Kind ist der Natur, dem Naturmenschen näher als der verdorbene Erwachsene. Und jetzt komme ich sozusagen zur Pointe. Ich glaube, das war der Graf von, Moment, habe ich das unten angegeben, doch es müsste eigentlich auch stehen, der spätere Graf von Württemberg, Ludwig Eugen von Württemberg. Ein Brief vom 10.11.63, also kurz nachdem er den Emil publiziert hatte, der ihn eben so berüchtigt wie berühmt gemacht hat, natürlich berüchtigt, weil er da eben sozusagen ein anderes Menschenbild präsentiert als das christliche. Also dass das Kind nicht sofort irgendwie als Teil in die Gemeinde eingeübt wird, das ist damit natürlich auch verbunden. Und er ist zwar nicht wirklich ein besonderer Atheist oder so und er empfiehlt eine Zivilreligion für seinen Staat, den er sich vorstellt. Also kein Gegner der Religion grundsätzlich, aber es ist natürlich klar, wenn man eine Erziehung empfiehlt, die jenseits von religiösen Vorstellungen entworfen wird, dann ist da sozusagen die Rache der Religiösen ist dann natürlich klar und die haben ihn eben massiv verfolgt. Und er musste fliehen, in den Schutz Friedrichs II. Sich begeben. Der konnte ihn aber auch nicht vor seinen eigenen Bauern in der Schweiz schützen, Ländereien, die zu Preußen zählten, sodass er eben am Ende nach England geflohen ist. Und da schreibt, der fragt ihn also, der spätere Fürst von Württemberg, fragt ihn an, wie er denn seine Tochter erziehen lassen soll. Rousseau hat witzigerweise behauptet, er hätte, der Emil wäre keine Anleitung zur Erziehung, aber er gibt fleißig Ratschläge, also das gibt es viele Briefe, das ist nur der pointenreichste. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind jemanden hat, der es liebt. Ein Mädchen muss natürlich von einer Frau erzogen werden und ein Junge von einem Mann, keine gefühlvolle Frau. Noch weniger eine schöngeistige. Sie sollte so viel Verstand haben, um sie zu verstehen, nicht aber um ihre Anordnung etwa noch zu verbessern. Das ist natürlich sehr interessant. Also keine gebildete Lehrerin, ne, für die Tochter. Eine, die gerade die Anordnung versteht, also nicht etwa sich anheischen kann, sozusagen es besser zu wissen als der Graf oder Fürst. Und dann kommt es aber noch härter. Suchen Sie im Übrigen in Ihrem Geist keine Bildung. Wenn sie nicht lesen kann, umso besser, dann wird sie es mit ihrem Zögling lernen. Das ist also sozusagen der Erzieher und die Figur des Erziehers war natürlich sehr wichtig im 18. Jahrhundert. Also Adlige und Reiche haben für ihre Kinder Privaterzieher engagiert. Und also der Hauslehrer und so weiter, der Hofmeister von Lenz, das Drama. Das ist quasi Gang und Gäbe. Und diese Lehrer sollen nicht gebildet sein. Sie sollen eigentlich gar keine Bildung haben nach Rousseau. Und wenn sie nicht lesen kann, umso besser. Dann wird sie es mit ihrem Zögling lernen. Rousseaus generelles Problem ist natürlich irgendwo, kann man sagen, er entwickelt das Konzept einer anderen Gesellschaft
Und es beruht auf Erziehung. Es ist im Grunde eine Erziehungsdiktatur. Die Frage ist natürlich dann, und die jede Erziehungsdiktatur, die jede Diktatur hat, ist, wer erzieht die Erzieher? Und wer erzieht die Erzieher? Na ja, Rousseau hat eine Antwort auf diese Frage, die man eigentlich so sagen kann, ja, das ist ja immer das Grundproblem. Die schon Verdorbenen müssen jetzt Kinder erziehen, die nicht verdorben sein sollen. Ne? Und Rousseau hat eine Antwort. Wer erzieht die Erzieher? Das Kind. Das erzieht die Erzieher, weil es der Natur noch nahe ist. Und sozusagen in diesem Zusammenhang kann man natürlich jetzt eine weitere Konklusion folgern, auch im Hinblick auf das, was ich über die Rolle der Frau gesagt habe. Sozusagen das Kind ist Natur. Und weil es Natur ist und der Natur nah ist, das heißt natürlich, es ist sozusagen mit seinem Körper Natur. Es ist mit seinem Körper Natur und mit seinem Geist. Und Körper und Geist sollen im Grunde in einem Einklang existieren. Und diese Vorstellung dieses Einklangs, solche Vorstellungen werden um diese Zeit eben auch schon von Seiten der Mediziner propagiert. Foucault zitiert ja einen Girondisten Lanthenin, der eben sagt, die Ärzte sollen uns den politischen Weg weisen. Und sozusagen die Ärzte sind ja am Ende diejenigen oder wären am Ende diejenigen, die den Menschen am besten kennen. Sie erkennen den Körper und der Geist dieses Körpers sollte nicht in die Dimensionen abgleiten, die gesellschaftlich üblicherweise stattfinden, sondern die sollen sozusagen in diese Einheit gelenkt werden. Und ich meine, genau das war die Aufgabe der biopolitischen Medizin seit dem 17., 18. Jahrhundert, daran teilzunehmen, dass also eine bestimmte Form von Mensch gezüchtet wird, dass das Leben der Menschen gelenkt wird entsprechend. Das haben sie in der Form bei Rousseau nicht angegeben, aber diese Idee und die gleichzeitig damit verbunden ist, dass dieser Mensch, der da aufwächst, der da erzogen wird, dieser Mensch soll gleichzeitig ein ganz braver Untertan sein. Also Untertan selbstverständlich nicht gegenüber dem Absolutismus, sondern gegenüber einem Staat, der vom Volonté General gelenkt wird. Hier wird es natürlich knifflig. Klar, der Absolutismus wird durch die Französische Revolution gestürzt und Robespierre entwickelt dann sozusagen eine Idee der Tugend, die bei Rousseau quasi zugrunde liegt. Und die legitimiert, dass man das auch mit Gewalt durchsetzen kann. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite, die hat Foucault dann in Überwachen und Strafen beschrieben, die ist in der Hinsicht da sozusagen viel weitreichender. Die Erziehung ist dazu da, das Individuum als Teil eines Staates zu schaffen, der eben im Grunde kein Individuum mehr ist. Und der sich diesem Staat im Grunde ja vollständig unterordnet, sich selbst bestraft, wenn er tat, was er nicht tun sollte. Also in diesem Sinne kann man in der Tat sagen, Rousseau ebnet den Weg einerseits in einen autoritären Staat und das, was an Gemeinwohl von Rousseau herkommt und immer noch beschworen wird, und da ist Rousseau wirklich ja auch nach wie vor sozusagen ein fleißig Rezipierter, ist eine sehr, sehr problematische Angelegenheit, weil dieser Gedanke letztlich darauf rekurriert, dass alle
alle individuellen Interessen letztlich aufgehoben sind. Und individuelle Interessen aufgehoben, das heißt natürlich, dass der Körper letztlich der eigentliche Maßstab wird. Der Geist hat ja individuelle Interessen. Ein Wille, der quasi kein Volonté particulaire ist, also Rousseau, er hat eben auf der einen Seite den Volonté général und dann der zeitgenössische Mensch, der verdorben ist, der hat eben den partikularen Willen, den Volonté particulaire, der stimmt mit dem Volonté général eben gerade nicht überein. Und dieser Volonté particulaire soll ihm quasi ausgetrieben werden, da ist Rousseau skeptisch, aber die Erziehung, die soll dahin führen, dass kein Volonté particulaire mehr entsteht. Und dann haben sie das, was Carl Schmitt später eine identitäre Demokratie nennen wird, nämlich wenn die Appenzeller alle zusammenkommen und sind entsprechend erzogen worden, dann wird die Abstimmung einstimmig ausfallen. Dann gibt es keine abweichenden Meinungen mehr, sondern alle folgen dem Volonté General. Der Volonté General ist ihr eigener Wille. Und die Illusion, die hier natürlich überhaupt nicht bedacht wird, woher weiß der Volonté General denn, was gut ist für den allgemeinen Körper? Eine Grundfrage der politischen Philosophie, die Sie bei Platon in der Politeia ganz am Anfang schon lesen können, gerecht ist, was dem Starken nutzt und woher weiß er das denn? Und woher weiß denn der Gerechte, was wirklich gerecht ist? Das sind lauter kurzschlüssige Ideen, aber in sich ist das System natürlich durchaus konsistent. Die Erziehung muss dorthin laufen, dass das Individuum sich automatisch in das Gemeinwesen einfügt. Das ist nebenbei gesagt gängige pädagogische Praxis, kann man nicht anders sagen. Das ist auch nach wie vor sozusagen durchaus der Sinn. Aber natürlich geht dabei Rousseau an sich viel weiter. Und eben die Pointe ist, wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, dass die Natur, dass das Kind sozusagen der Natur näher ist, dann ist das natürlich primär quasi auf den Körper bezogen. Und Rousseau denkt eben in dieser Form präorganologisch. Es geht eigentlich um die Organik und der Geist ist eigentlich nur dazu da, diese Organik mitzugestalten, aber eigentlich sich von der Organik zu lenken zu lassen. Und dann haben wir natürlich genau an der Stelle die Rolle der Ärzte und die frühe Medizinisierung seit dem 17., 18. Jahrhundert, die danach natürlich ganz massiv sich ausgebreitet hat bis in die heutige Situation, in der sozusagen es um die Körper geht und die Körper sind der Maßstab, die sind der Natur näher, nicht wahr? Der Geist ist schwieriger, die Psychiatrie ist immer so ein Problem, obwohl die Macht der Psychiatrie natürlich eminent ist, heute erst recht. So, jetzt will ich auf jeden Fall noch ein bisschen auf Arendt in der Hinsicht eingehen. Da haben wir natürlich eine große Distanz, das ist ganz klar. Arendt ist zwar jetzt nicht, also sie lässt sich nicht dem Liberalismus zuordnen. Sie lässt sich auch nicht dem Sozialismus zuordnen. Aber sie hat Grundideen entwickelt, die Grundidee dieser Freiheit. Natürlich, ich habe es Ihnen gerade vorgelesen, die Stelle, wo Rousseau auch von der Freiheit spricht. Der richtig erzogene Mensch ist frei von seinen egoistischen Bedürfnissen. Das wird Kant dann eigentlich in sein Moralprinzip hinein verlängern. Das darf nicht von Neigungen bestimmt, Moral darf nicht von der moralische Wille darf nicht von Neigungen bestimmt sein. Der muss reiner Wille sein. Da ist Kant aber ganz Rationalist. Ne? Und Rousseau ist Voluntarist und ist damit im Grunde quasi viel körperlicher orientiert.
Und das ist natürlich für Arendt quasi das Gegenteil von Freiheit. Da käme dann raus, das ist das Zitat, was ich auf jeden Fall Ihnen noch vorlesen will, nämlich, Moment. Das muss ich jetzt aber erst mal wieder finden, weil das weiter vorne ist. Ja, das ist die sozusagen härteste Stelle, die aber in diesen Kontext gehört, wo ich vorhin eben den guten Familienvater zitierte, oben drüber. Also organisierte Schuld war dieser Aufsatz, finden Sie in die verborgene Tradition. Der ist von 1944 gewesen und es gibt sozusagen außer ihrer Doktorarbeit hat Arendt um 1930 rum an einem Buch gearbeitet, das dann eben erst so 38 fertig wird in der Emigration. Und den Titel hat heute Rahel Farnhagen, Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik. Und mit hohem Anspruch, der vielleicht nicht ganz eingelöst werden kann. Sie wollte Rahel aus ihrer eigenen Sichtweise her darstellen. Das ist ziemlich illusionär. Aber jedenfalls, sie beschreibt eben das Leben dieser Rahel Farnhagen, einer Jüdin, die auf den Judenhass trifft und zunächst noch bis 1806 hat sie einen Salon, in dem es keine Schranken gibt, in dem keine ethnischen, keine Klasse, keine sozialen Schranken. Da verkehrt der Hochadel genauso wie das Bürgertum, Dichter und so weiter. Und mit dem Sieg Napoleons über die Preußen 1806 bricht in Berlin und in Preußen der Judenhass aus. Könnte auch sagen Antisemitismus, das ist aber eine arendsche Unterscheidung. Jedenfalls wird sie später ständig unter diesem Druck leiden. Sie assimiliert sich in jeder Hinsicht, wie sie nur kann. Und trotzdem wird sie nicht anerkannt. Und die Einsicht, die sie mehr oder weniger am Ende ihres Lebens hat, die fasst Arendt dann in die folgenden Worte hier zusammen. Denn will man sich wirklich assimilieren, so kann man sich nicht von außen aussuchen, woran man sich assimilieren möchte, was einem gefällt und was einem missfällt. Dann darf man das Christentum so wenig auslassen wie den zeitgenössischen Judenhass. Also sie konvertiert zum Christentum, ne? Und nimmt auch einen christlichen Namen an. Rahel ist ihr jüdischer Name. Und sie heiratet den Farnhagen. Dadurch hat sie dann einen Christen, einen Nichtjuden zum Mann und trotzdem hilft ihr das nicht wirklich. Beides sind integrierende Bestandteile der geschichtlichen Vergangenheit der europäischen Menschheit und lebendige Elemente der damaligen Gesellschaft. Es gibt keine Assimilation, wenn man nur seine eigene Vergangenheit aufgibt, aber die Fremde ignoriert. Hier wird sozusagen spannend. In einer im Großen und Ganzen judenfeindlichen Gesellschaft, und das waren bis in unser Jahrhundert hinein, also das 20., alle Länder, in denen Juden lebten, kann man sich nur assimilieren, wenn man sich an den Antisemitismus assimiliert. Also sozusagen die fatalste Geschichte, der assimilierende Jude muss selber Antisemit werden, ne? wenn er wirklich sozusagen dort ankommen will, wo er eigentlich gesellschaftlich hin will. Und das ist, wenn man sich überlegt, ich meine, Rousseau hat damit grundsätzlich jetzt erst nichts zu tun, aber die Idee einer Einheit, die Rousseau ja nun mit dem Volonté General massiv auf den Weg bringt und der, ich würde durchaus sagen, völligen Untertänigkeit der richtig Erzogenen,
Diese Einheit wird zum Orientierungspunkt des Nationalstaates, des in die Krise geratenen Nationalstaates des 19. Jahrhunderts und versucht sozusagen diese Einheit durch Antisemitismus zu stabilisieren. Und da kann man sagen, da ist diese Vorstellung, die Rousseau entwickelt hat, das hat jetzt noch nichts mit den Nazis zu tun, das ist klar, aber das läuft, das kann man durchaus in diese Richtung dann weiterziehen, das ist auch klar. Sozusagen diese Gesellschaft, an der hat Rousseau schon irgendwo ja sozusagen das gedankliche Fundament geliefert. Und ich darf noch mal darauf hinweisen, Rousseau ist kein Rationalist, er ist Voluntarist. Damit ist natürlich auch der Spielraum ein ganz anderer. Und deswegen kann es im Grunde gar nicht um die politische Freiheit gehen, um die es Arendt geht. Und Arendt beschreibt an verschiedenen Stellen und Menschen in finsteren Zeiten ist das AMF hier. Das ist eine sehr interessante Aufsatzsammlung mit sehr spannenden Betrachtungen von einzelnen Personen. Und unter anderem Walter Benjamin und so weiter. Und da unter anderem stellt sie fest, dass sich in dieser Zeit, die eben Menschen in finsteren Zeiten, finstere Zeit ist ein Ausdruck von Bertolt Brecht, den sie da übernommen hat, dass in diesen finsteren Zeiten der übermächtigen Staaten, des kulturellen Drucks auf die Individuen, der militarisierten Gesellschaft, das passt einfach wunderbar zu den militärischen Tugenden von Rousseau. Die haben das dann gemacht im 19. Jahrhundert. Die haben die Gesellschaft militarisiert und im Grunde das durchgeführt. Natürlich nicht so in dem Stil, wie sich Rousseau das vorgestellt hat, ist schon klar. Der war da, ich sag ja, er war weder revolutionär noch sonst irgendwas in der Richtung. Aber der Grundeinheitsgedanke, der führt natürlich dazu, dass in der Politik keine Spielräume mehr sind. Und genau auf solchen Spielräumen insistiert Arendt als Bedingung sozusagen der Freiheit. Eben, eigentlich müsste in der Politik bei richtig erzogenen Bürgern jede Abstimmung einstimmig erfolgen. Und das ist natürlich das Ende jeglicher Form von pluralistischer Gesellschaft und jede Form von Individualität, eben das Kind, das Rousseau als ein Neuanfang insoweit hin begreift, wie es in die Natur zurückkehren soll, also sozusagen gerade nicht jetzt in die Welt einsteigen soll, in der es viele Egoismen gibt und Individualismen gibt, von der Arendt eben sagt, nein, jedes Kind ist etwas Neues in der Welt und jeder Mensch ist etwas Neues in der Welt, ist was Eigenes in der Welt. Und zwischen den Menschen bleiben grundsätzlich Differenzen, so werden die bei Rousseau im Grunde aufgehoben. Also für Arendt ist die Kommunikation deswegen unabdingbar, weil Menschen anders sind als die anderen. Und deswegen muss man diesen Zwischenraum überbrücken, den der Totalitarismus, so wie es beschreibt, ja gerade versucht aufzuheben. Und das kann man sagen, das hat der Rousseau mit dieser Erziehung des Kindes, mit dem natürlichen Wesen des Kindes und das Natürlichste an diesem Kind ist der Körper. Und was nicht verbildet werden und der Körper hat entwickelt einen Willen, der das die Eigenliebe will, das wäre der Volonté, das wäre das Pendant zum Volonté General, das ist kein Egoismus, das weicht nicht ab. Dann kommt mit dem Kind sozusagen das natürlich Alte in die Welt. Das ist ja auch ein Phantasma, das durchaus weit verbreitet ist, Naturnähe und so weiter.
Und dieser Aspekt, der ist für Arendt natürlich genau die Bedingung dafür, dass Menschen, die in solchen Gesellschaften leben, die unter einem solchen quasi gesellschaftlich-politischen Druck leben, dass die keine Spielräume mehr in der Politik sehen. Das können Sie eben gerade in diesem Buch über Menschen in finsteren Zeiten an verschiedenen Stellen finden, dass Arendt bemerkt, dass viele sich aus der Politik zurückziehen. Und sie sagt, ja, das ist legitim, wenn man die Politik nicht völlig ausblendet. Das ist verständlich, ist nachvollziehbar. Wenn in der Politik sozusagen es keine Möglichkeit gibt der Partizipation, dann wird man sich sozusagen an der Politik auch nicht beteiligen. Und das sieht Arendt als durchaus adäquate Reaktion, nur sagt sie, man darf sich natürlich quasi nicht so weit ausklinken, dass man der Politik keine Beachtung mehr schenkt. Dort ist ihre Grenze für den Rückzug, aber der Rückzug verdankt sich natürlich genau dieser Form einer Entpolitisierung, die dadurch stattfindet, dass die Menschen aneinander angeglichen werden. Und das Angleichungsraster, wenn der Geist eigentlich gefährlich ist, die Sprache sollte gar nicht so weit entwickelt werden. Ja, natürlich, es muss schon mehr werden, wenn das Kind älter wird, ist schon klar. Aber im Grunde sollte für Rousseau die Sprache, die kindliche Sprache, sich nicht in dem Sinne entwickeln, wie die Erwachsenen sprechen. Also sollte es diese Sprache letztlich nicht mit der kompatibel werden, in der die egoistischen die egoistischen Menschen der zeitgenössischen Gesellschaft sich aufhalten. Dann haben Sie natürlich genau eine Figur, in der es quasi nur noch, es sind alles die gleichen, es sind die gleichen Körper. Und der Geist hat zwar so etwas wie diese Eigenliebe, also Selbsterhalt ist gerechtfertigt, aber der Staatskörper darf jederzeit das Leben verlangen. Ne? Das habe ich Ihnen ja vorgelesen. Ne? Er darf das Leben des Einzelnen verlangen und muss ihn da nicht mal fragen. Und das heißt natürlich auch, der Geist muss entsprechend in diesem Sinne natürlich geprägt worden sein. Und also in der Hinsicht könnte man wirklich feststellen, da hat Rousseau in dieser Perspektive den Weg in den Totalitarismus geebnet. Aber wenn man das eben noch ein bisschen weiter denkt, dann hat er auch den Weg in die Medizinisierung geebnet, die seit Jahrhunderten im Gange ist und heute sozusagen eine Art Höhepunkt erlebt. Und in dem es quasi ja wirklich nur noch um die Steuerung der Körper geht. Und der Geist ist eigentlich nur noch das Element, mit dem die Körper gesteuert werden. Und hier ist natürlich die Differenz ist ganz klar zu Arendt. Der Satz, ich weiß gar nicht, wo der herstammt. Ich habe ihn sozusagen, wurde mir geschenkt von der Arendt-Ausstellung in Berlin, gab es einen Bleistift, niemand hat das Recht zu gehorchen. Dieser Satz ist natürlich brillant. Ich muss mal direkt irgendwie recherchieren, wo man den bei Arendt findet. Ich kenne ihn nicht aus dem Arendtschen Werk, aber das ist natürlich sozusagen das krasse Gegenteil. Und sozusagen Freiheit heißt für Arendt eben nicht frei von den eigenen Neigungen sein. So könnte man ja also den Neigungen zum Individualismus sein. Sondern das heißt nun durchaus, dass viele verschiedene Menschen miteinander zusammenkommen und sich um die politischen Angelegenheiten kümmern. Für Arendt, eines ihrer durchaus wirklich brillanten Bücher, das leider unterging, weil es gleichzeitig mit Eichmann in Jerusalem erschien, 1963 über die Revolution. Da schildert sie ja sozusagen das Geschehen in den amerikanischen Kolonien.
die eben dann zur amerikanischen Revolution, zur Unabhängigkeit führten, dass dort die Leute sich eben zusammengefunden haben, um, wie auch immer, aus verschiedensten Perspektiven, die USA sind von vornherein eigentlich tolerant und pluralistisch gegründet worden, mussten sie, hatte nicht unbedingt so hehre Gründe, aber ist egal. Und dass also hier Leute verschiedenster Couleur zusammenkommen und miteinander die öffentlichen Angelegenheiten diskutieren und dass sie daran ein Interesse haben, dass sie das einerseits vergnügt und andererseits auch schlicht, das sehen sie als eine wichtige Tätigkeit. Und aber es sind unterschiedliche Leute und nicht angepasste Leute. Also bei Rousseau ist wirklich das Problem und Arendt ist in der Hinsicht, würde ich sagen, wirklich das Gegenmodell. Wie stellt man sozusagen das soziale Band sicher? Lyotard fragt das ja in La Condition Postmoderne. Und das soziale Band wird im Nationalstaat im Grunde durch Untertänigkeit geschaffen. Dass alle gehorchen, das ist das soziale Band. Und wer eigene Gedanken hat, ist ein Ketzer. Demestre hat das gesagt. Und also in der Hinsicht ist das sozusagen das Modell, das in den Totalitarismus führt und darüber hinaus in die weiteren Ausformungen desselben, wie wir sie heute haben. Und Arendt ist sozusagen das pluralistische Gegenmodell der vielen verschiedenen Menschen, die sozusagen sich selber um die Politik kümmern wollen und sich nicht quasi bevormunden lassen wollen. Ja, ich bin jetzt hier 21.46 Uhr. Ich denke, ich höre jetzt mal auf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sie sind noch stumm geschaltet, Herr Schmidbauer. Ah, man hört es jetzt. Jetzt okay. Sind Sie zu hören. Das, super. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Es gibt schon die erste Frage im Chat von Mirko Bronkowitschka. Ist Rousseau, wie oft behauptet, als quasi Protosozialist betrachtbar? Beziehungsweise meines Erachtens treffender bezeichnet, antizipiert er den Kollektivismus? Ja, das, also Kollektivismus ist natürlich noch kein Begriff des 18. Jahrhunderts. Das kommt erst im Grunde im 20. auf. Ich würde wirklich eher mit dem Wort des Totalitarismus darauf antworten. Aber Totalitarismus nicht mal alleine, so wie ihn Arendt bestimmt. Denn für Arendt ist ja sozusagen, war der Nationalsozialismus totalitär und der Stalinismus war totalitär. Die Sowjetunion nach Stalin war nicht mehr totalitär. Das hat ihr Hans Mommsen versucht, um die Ohren zu hauen und so weiter. Und die hat in der Hinsicht, denke ich, noch einen etwas arg eingeschränkten Totalitarismusbegriff. Der Faschismus war auch nicht, also der italienische Faschismus war in diesem Sinne auch nicht totalitär. Da würde ich sagen, wo Arendt das Problem fokussiert, so würde ich das heute nicht fokussieren. Das kann man natürlich einerseits für die Sowjetunion unter Stalin gelten lassen, auch für die Nazis, dass beide sozusagen den Staat entweder quasi neu gründen wollten, einen neuen Staat gründen wollten, oder aber überhaupt jenseits des Staates operierten, wie es die Nazis eben getan haben, die sozusagen Organisationen entwickelten, die in Konkurrenz zum Staat traten, während Mussolini eben den Staat durchaus hofierte. Also der italienische Faschismus war ein Etatismus. Und nun würde ich gerade sagen, der Staat ist hier der entscheidende Knackpunkt. Der entwickelt eben, und das sieht man heute nicht bloß in der Medizinisierung, sondern in den gesamten Technologien der Überwachung und so weiter, der entwickelt totalitäre Züge.
Das ist anders als bei den Nazis, das ist anders als im Stalinismus. Das ist viel subtiler, viel hintergründiger, aber ich würde sagen, auf der anderen Seite viel wirksamer. Ja, vielen Dank. Paul Stephan hat sich gerade zu Wort gemeldet. Ja, danke. Genau, also vielen Dank auch auf jeden Fall auch von meiner Seite aus Ihnen, Herrn Schönemann, für den Vortrag. Genau eben, also ich hatte ja, ich habe ja hier schon vor einer Woche die Gelegenheit gehabt, mich sehr ausführlich zu meiner Lesart von Rousseau zu Wort zu melden. Und genau, also ich finde es schon ganz witzig eigentlich. Also ich würde ihn ja eigentlich in fast allen Punkten widersprechen wollen. genau, aber gut, ich meine, genau, also ich will es klar, also ich habe es ja vor immer einer Woche sehr immer ausführlich dargelegt. Also ich immer habe mich, ich habe ja auf jeden Fall gefreut, dass sie dass sie jetzt zumindest zugestanden haben, dass ja so ein sehr ambivalenter Denker ist und das ist jetzt auf jeden Fall falsch ist, ihn als naiven Naturfreund, sage ich mal, dazu zu stellen, der irgendwie will, dass man in die Steinzeit oder sogar noch zur Zeit davor zu rückkehrt. Aber ich würde auf jeden Fall ihn eben auch gegen die ja sehr verbreitete Kritik in Schutz nehmen wollen, dass er eben ein also wie Sie ja sehr klar gesagt, die haben soeben ein Vordenker des Totalitarismus ist. Also ich finde eigentlich, also für mich ist er eigentlich viel eher, also ich meine, wenn man ihn im überhaupt einer bestimmten politischen Richtung zuordnen will, eigentlich viel eher Anarcho-Syndikalist oder so. Also er träumt ja eigentlich von kleinen Gemeinschaften, die eben sich in also sich lokal selbst immer organisieren, also sein großes Vorbild ist ja einfach die Stadt Republik Genf, also als deren Bürger er sich ja auch wiederholt BB zeichnet, obwohl er da ja schon als Jugendlicher eigentlich verbannt worden ist. Und genau, also er spricht sich in dem Sinne ja auch sehr klar für die direkte Demokratie und Volkssouveränität aus.
Genau, das kann man ja auch sehr schön an der Jakobi istischen Verfassung von sehen, also also wo ja auch über alle Gesetze eben abgestimmt werden soll, wo eben die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit nicht eingeschränkt werden dürfen und vieles weitere mehr. Und genau, und ich finde, ich meine, mein Mann muss ja auch sehen, eben als soll ich im hab's hier auch schon mal ausgeführt. Also Rousseau ist ja eigentlich ein sehr großer Gegner modernen Medizin, also wo es gibt ja eigentlich gerade im Emil diesen ja geradezu rennt gegen die Ärzte, der ja eigentlich sehr eindeutig ist. Also ich würde da eigentlich Rousseau, ja, also eher als eher eigentlich als Vordenker der heute, also der ja auch bis heute weit verbreiteten Medizin Kritik sehen, also der ja eigentlich, also wo ich eigentlich nicht, also ich habe eigentlich nicht den so Eindruck, also gerade vom Emil aus gesehen, dass für Rousseau Gesundheit ein großer Wert ist. Also er will schon, also genau, er will gesunde Lebensverhältnisse. Also das schon, also er will eben nicht, dass die Menschen in Städten leben. Er hat ganz bestimmte Vorstellungen, wie Kinder zu Leben haben. Klar, also natürlich auch aus heutiger Sicht, klar, natürlich in vielen Details überholt sind, aber er will ja eigentlich gerade nicht, also wie er eben die heutige Medizin quasi im ungesunde Menschen quasi fit für ungesunde Lebensverhältnisse machen. Und da würde ich ihn da eigentlich schon als sehr hellsichtig sehen und oder schreibt ja eigentlich auch im Emil sehr klar, dass er ja eben gerade, also so er will ja ein Erziehungsprogramm vorschlagen, dass die Menschen gerade nicht zu guten Staatsbürgern oder irgendwie zu guten Soldaten oder dergleichen macht, sondern er will eben die Menschen zu Menschen machen, also wirklich zu Einzelnen, die halt für sich selbst denken können. Natürlich, also er denkt Freiheit nicht als Willkürfreiheit, genau. Also das ist natürlich sein großer Punkt. Also für ihn ist Freiheit also so eigentlich in einer guten Gesellschaft zu leben. Also da scheint ihr mir eigentlich geradezu im Aristoteliker zu sein. Und also da scheint mir dann auch die eigentliche viel philosophische
Knackpunkt eigentlich zu liegen? Also im Obmann, im Freiheit als Willkür, Freiheit im oder als quasi vernünftige Freiheit so ansieht. Und da würde ich eben schon sagen, naja, also also Freiheit heißt eben schon auch eben Verantwortung zu tragen und eben auch über den sozialen Kontext, in dem man sich befindet, nachzu denken. Also wenn quasi Freiheit nur noch als Willkürfreiheit begriffen wird, also da scheint mir schon also das scheint mir schon ein defizitäres Verständnis eigentlich von Freiheit zu sein. Punkt. Ja, ich habe es ja gesagt, Rousseau ist ein ambivalenter Denker. Ich habe eine bestimmte Linie anhand von bestimmten sozusagen theoretischen Äußerungen und Implikationen sozusagen. Ich habe ja nicht gesagt, dass er sozusagen für die Medizin ist. Ich habe nur gesagt, man kann aus seiner sozusagen Orientierung an der natürlichen Kindheit, daraus kann man gewisse Schlüsse ziehen. Wer wäre dann am Ende der und so weiter? Also das war eine Konstruktion, die ich sozusagen obendrauf gesetzt habe. Das ist klar, das ist nicht Rousseau gewesen in dem Sinne, sondern eine Konklusion, die ich aus einem bestimmten Modell bei Rousseau eben gezogen habe. Ja, ich hab's ja erwähnt. Also man kann auf der einen Seite, also dann, man könnte auch drei verschiedene Rousseaus finden. Man könnte den Rousseau, den Sie jetzt gerade geschildert haben, den Vordenker sozusagen kleiner lokaler Gemeinschaften, die wie auch immer sich um gesunde Umwelt kümmern, lesen. Sie können Rousseau lesen als jemand, der durch die Konstruktion, das war diese Kritik, die ich da erwähnte, durch die Konstruktion, die mit dem Volonté General in die Welt gesetzt wurde, damit haben wir, daraus leiten Leute wie Robespierre eben, die können dann daraus etwas ableiten. Das können natürlich nicht bloß Robespierre-Leute tun, das können sozusagen Revolutionäre tun. Das war damals dieser Vortrag, ich weiß gar nicht, Laserna hieß der, glaube ich. Und der war irgendwie Botschafter seines Landes in Wien und gleichzeitig Professor für, keine Ahnung, wahrscheinlich vielleicht Politik oder Soziologie oder Philosophie. Und der war auch Lehrschulvertreter dann am GSI und der hat sozusagen Rousseau zum Individualisten erklärt. Und das ist eine Konstruktion, die mir noch ferner liegt. Aber das sozusagen, das ist dann die Konstruktion, die man daraus ableitet, dass man sagt, ja, der Volonté General ist im Grunde ein Konstrukt, aus dem kann jeder machen, was er will. Sozusagen jeder Kleinstdiktator kann den Volonté General quasi auslegen. Ich bin der Volonté General. Und damit haben wir sozusagen diese Perspektive, wenn man so davon, also wenn man einfach so quasi nicht ein modellhaftes Denken, wie Sie es jetzt gerade entwickelt haben, nimmt bei Rousseau, sondern diese andere Perspektive. Und was mich interessiert hat und was mich halt irgendwie immer interessierte bei Rousseau, das ist an sich, ist das ein unglaublich komplexer Denker, den ich auch sehr spannend finde eigentlich.
Überhaupt keine Frage, weil er alle möglichen Zusammenhänge miteinander in Verbindung bringt und daraus ein relativ, denke ich, komplexes Modell entwickelt. Allerdings, klar, er hat auch immer wieder praktische Bezüge. Die habe ich im Großen und Ganzen weggelassen. Ne? Das gebe ich zu. Auf die haben Sie sich wahrscheinlich eher gestützt und ich habe mich sozusagen auf das theoretische Modell gestützt. Und in diesem theoretischen Modell sehe ich schon wirklich sozusagen Probleme. Und naja, ich meine, das, was am Ende, was man unter Freiheit versteht, das ist immer sozusagen schlicht und ergreifend umstritten. Und aber eben diese, also die Freiheit, die in dieser Form sozusagen entwickelt wird, wäre mir schon verdächtig. Also so, wie ich es jetzt präsentiert habe, also ich gehe doch eher eben von der, in dem Fall von der Differenz aus, die sich nicht durch, ja sozusagen durch eine homogene Welt überwinden lässt. Und wenn sie sich überwinden lässt, dann sind die Konsequenzen meiner Meinung nach nicht besonders erbaulich. Natürlich kann man sozusagen sagen, ja, er hat doch eigentlich den Kleinstaat verkörpert. Das ist eine, aber sozusagen das Problem bleibt dann wieder, wer erzieht die Erzieher? Ja, genau. Also da würde ich Ihnen auf jeden Fall schon im Grundsatz recht geben. Genau, also das sage ich ja in meinem Vortrag auch. Also ich würde sagen, Sie haben auf jeden Fall schon eine Tendenz dargelegt, also die es in Rousseaus Schriften gibt und jetzt nicht vor allem so äußerlich ist. Und genau, ich meine, man kann es ja auch in der Realität der französischen Reproduktion sehen, also dass da, ich genau eben, aber da kann man ja immer auch wieder sehen, also wie eigenartig es ist, dass ein Mann eben zur selben Zeit diese super freiheitliche Verfassung eben Abschied oder vorschlägt zu mindest, aber dann eben auch wieder eben den Terror eben in Gang setzt. Also ich also ihm also ich meine, es ist ja immer auf den ersten Blick ja geradezu schizophren, aber natürlich sozusagen von diesem im Tugend, sag ich mal, Begriff her, da kann es eigentlich auch schon gar nicht mal so schlecht zusammengedacht werden, genau. Aber ich würde halt eben schon stark machen, dass man eben also in Rousseau auch ganz andere Elemente finden kann. Und natürlich genau, also so die große Frage, die sich natürlich stellt, ist eben, also ob es quasi eine gute Gesellschaft geben kann, quasi in der eben das Allgemeinwohl und das Wohl des Einzelnen eben wirklich versöhnt sind. Und natürlich, also klar, ich meine, wenn man sagt, dass es das gar nicht möglich ist, dann hat man natürlich schon einen sehr starken Punkt gegen Rousseau. Also das stehe ich gerne zu, aber wenn Rousseau schreibt ja auch selbst, also ich meine er sieht das Problem ja auch selbst klar, also ich meine er denkt ja auch genau aus dem Grund so viel über
Erziehung nach, also weil er eben dieses Problem sieht, also wie man eben aus diesem sehr schlechten Gemeinwesen, also indem er eher im glaubt, sich zu befinden, also zu einem guten Gemeinwesen finden kann. Und klar, genau, also das ist, glaube ich, auch natürlich auch eine Frage, die bis heute nicht gelöst ist, aber ich würde eigentlich schon ganz gern zumindest daran festhalten, dass wir uns quasi die Frage stellen sollten und nicht zu vorschnell sagen sollten, dass die ganze Idee quasi spinnert ist. Also was ich für eben wirklich sehr problematisch halte, und das ist im Grunde ja auch mein Ausgangspunkt gewesen, das ist die Konstruktion des Volonté General. Und die hat halt eben einen organologischen Impetus und ist, ich denke, von vornherein ein illusionäres Konzept. Und aus diesem illusionären Konzept ist aber dieser Gedanke des Gemeinwohls geworden und hat dann Karriere gemacht. Und das halte ich eben in beiden Fällen für äußerst fragwürdig. Ich denke, dass Gemeinwohl, wenn man davon überhaupt sprechen will, dass das daraus entsteht, dass verschiedene Interessen in der Gesellschaft miteinander konfligieren und sich irgendwie abklären. Und dass das natürlich friedlich geschehen muss und dass vor allen Dingen da natürlich sozusagen dass Partizipation da möglich sein muss, dass das nicht sozusagen gelenkt wird von mächtigen Playern. Das ist aber trotzdem ist meine Vorstellung sozusagen von Demokratie eine, die darauf beruht, dass Gesellschaft nicht in eine einheitliche Struktur verläuft, sondern dass sie in eine pluralistische, vielfältige Struktur sich entwickelt. Und da gibt es eigentlich kein wirkliches Modell von Gemeinwohl. Man könnte jetzt das als Gemeinwohl verstehen, aber das ist nicht etwas, was sich irgendwie bestimmen ließe, sondern das ist etwas, was sich aus den sozusagen aus der Politik als Widerstreit ergibt, von Fall zu Fall etwas anderes. Und da kann man durchaus punktuell sagen, das ist doch jetzt hier vielleicht das Sinnvollste. Und so weiter. Aber es sind verschiedene Interessen, die miteinander da konfligieren. Und eine Homogenisierung dieser Interessen halte ich für weder für wahrscheinlich noch für besonders wünschenswert. Und eben, wie gesagt, das ist, denke ich, das Grundproblem. Dann hat Rousseau ein anderes Grundproblem, das ist eben sein Voluntarismus. Man kann ihn nicht im Sinne Hegels interpretieren oder im Sinne von Habermas. Man kann ihn auch nicht im Sinne von Kant interpretieren, mal abgesehen davon, dass die Frage, ob die Vernunft wirklich universell ist und was das dann heißt, ein ganz anderes Problem ist. Aber das ist so eine, könnte man sagen, das wäre so eine Art Antwort darauf. Ja, wir ersetzen den Willen durch die Vernunft. Das hat ja letztlich Kant gemacht. Und das ist im Grunde bei Hegel auch nicht viel anders. Aber wenn man Rousseau selber anschaut, so, dann ist es halt eine voluntaristische Theorie, die auch gar kein Allgemeinwohl der ganzen Menschheit kennt und dergleichen, was ja sehr vernünftig ist, was ich auch für eine Illusion halte. Was nicht bedeutet, dass die verschiedenen Staaten, Gesellschaften, Parteiungen, Gruppen, Bewegungen miteinander zusammenarbeiten und kooperieren, konfligieren,
müssen, aber das ist, aber das Hauptproblem ist man jenseits, weil es dieser Voluntarismus ist, die Konstruktion dieses Volontaire General. Und mit sozusagen, das halte ich doch für seinen eigentlichen zentralen Gedanken. Und der zweite zentrale Gedanke ist die, wie auch immer, die natürliche Herkunft, ne? Also sozusagen die Orientierung an einer Natur des Menschen. Das hat jetzt nicht unbedingt was, also ich meine, der hat, also sozusagen, er hat die, im Grunde die Sentimentalität, das romantische Rousseau wird in der Romantik rezipiert und so weiter. Das sind natürlich die Emotionalität. Aber wenn Sie sich dann die Nouvelle Heloise anschauen, ne? Das ist ein hyperrationales Familienmodell. Ne? Also damit bereitet er den Weg zur bürgerlichen Kleinfamilie des 19. Jahrhunderts vor. Die Heloise entscheidet sich sozusagen, die unterwirft sich und wird dann, folgt nicht ihrem Gefühl, sondern verfolgt sozusagen gesellschaftlichen Konventionen. Und dann entwickelt sie sozusagen eine Paradefamilie. Also, und das ist eben genau dieser Punkt, den ich dann auch sehr interessant finde, eben die Frau hat kein Begehren oder der Mann hat ein Begehren. Das sind natürlich, naja, sagen wir mal, sind ganz witzige Konstruktionen. Ne? Heute kann man sowas sowieso nicht mehr vertreten, würde ich auch nicht, ist ja völlig daneben. Aber es ist interessant, wie diese Konstruktion sozusagen die bürgerliche Ehe dann fundamentiert. Und das sind alles Modelle, die dann eben ja sozusagen in den guten Familienvater führen. Ne? Der sich eigentlich politisch im Grunde ja nur so beteiligt, dass er zustimmt. Und das wäre ja dann auch bei dem realisierten Volontaire General der Fall. Der müsste ja auch. Er hätte ja gar keine anderen Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse, die er noch hat, treibt ihm seine Frau aus. Das finde ich, ist das, also das sind die wirklich kritischen Seiten bei Rousseau und ich gebe zu, ich habe die natürlich in den Vordergrund gestellt und das insoweit hin habe ich sicher eine andere Rousseau-Perspektive entwickelt, wie Sie sie entwickeln. Ist klar, aber man kann aus Rousseau natürlich auch viele verschiedene Dinge rauslesen. Das sehe ich schon, aber sozusagen das Grundproblem des Volontaire General, um das kommen Sie doch nicht rum. Also sozusagen, wie er ihn konstruiert, das ist einfach, das ist ein Modell, an dem ich wirklich sagen würde, das ist in jeder Hinsicht eigentlich, trifft einfach den Sachverhalt nicht. Ja, nie. Wenn ich da nochmal kurz, aber stimmt, es ist ganz witzig, dass Sie nämlich von Hegel gesprochen haben, genau da, aber ich finde die Stelle gerade nicht, aber es gibt sogar in den im Grundlinien der Philosophie des Rechts von Hegel eine Stelle, wo er es sagt, dass der große Verdienst von Rousseau gewesen ist, also den Willen so tun zu haben und dass der Staat eben quasi nicht, also dass es nicht quasi einfach die Vernunft ist die, den Staat BEB stimmt, sondern eben, ja, der Wille eben, also was man jetzt darunter genau fassen mag, genau, im Hegel, der will das natürlich dann im auch nicht im Sinne eines rein Voluntarismus verstanden wissen, aber im Hegel sagt schon genau, also es
es braucht eben im Staat ein, der eben die finalen Entscheidungen trifft und genau und das ist ist dann natürlich bis zu einem gewissen Grad auch willkürlich. Also es ist quasi nie vollkommen in Rationalität eben auflösbar, was der Staat treibt. Aber genau, aber natürlich, ich meine, da kommt natürlich genau wieder eben das Problem des Allgemeinwohls klar zum Tragen und wie das so eigentlich zu BB's Stimme ist und genau und Hegel kommt dann dann natürlich immer auch ins Schleudern, weil er eben auf der einen Seite sagt, also es braucht eben den König quasi, der eben ganz willkürlich sagt, okay, so soll es gemacht werden, aber es braucht eben auf der anderen Seite eben auch einen tüchtigen und tugendhaften Beamtenstand, der quasi dem König so eigentlich quasi die Entscheidungen schon vorgibt und eben darauf Acht gibt, dass quasi eben nach Vernunft gehandelt wird. Und da also also dieses hegelische Bild eigentlich, also von diesem komischen Amtenstand, der irgendwie als ganz tugendhaft und fast so ein bisschen wie Platos Philosophen eigentlich vorgestellt wird. Also das scheint mir eigentlich in unserem gegenwärtigen Zustand viel eher zu entsprechen als diese die demokratischen Stadtstaaten, von denen Rousseau ausgeht. Also klar, genau eben, also da hat eigentlich die, also das schreibt Hegel auch so, also dass die Demokratie eigentlich nur quasi ein Schauspiel ist, um den Bürgern das Gefühl zu geben, auch irgendwie ihren Senf da zugegeben zu haben. Aber die eigentlichen Entscheidungen, die müssen eben von den gebildeten Beamten und dem König eben gefällt werden. Und genau eben, also da spottet ja auch Marx schon sehr trefflich. Also ich meine, wer sich quasi mal außerhalb irgendwie des philosophischen Studierzimmers eben die wirklichen Beamten anschaut, der, naja klar, also ich meine, der findet da ja eigentlich wenig vor, was diese Menschen eben quasi wirklich zu besonders sinnvollen Entscheidungen befähigt, oder? Also
Es gibt natürlich eine Linie von Rousseau zu Hegel. Das hat sicher mit dem Aspekt zu tun, dass bei Hegel der Wille ja durchaus sozusagen über das Recht eine wichtige Rolle spielt. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass Hegel ja nun kein Gewaltenteiler ist und sozusagen die Sittlichkeit im Staat verkörpert ist und das Individuum sozusagen seine Besonderheit vom Staat akkreditiert bekommt. Da könnte man eine Parallele und auch einen Gegensatz sehen. Also bei Hegel ist zumindest die Besonderheit etwas, was der Staat, dem der Staat quasi einen Spielraum lässt. Und dadurch aber überhaupt die Besonderheit erst konstituiert, die nicht von den Individuen selbst ausgeht, sondern die ganz klar in der Sittlichkeit des Staates beherbergt ist. Und naja, und sozusagen dieser Einheitsgedanke, der mit diesem praktisch staatlichen Sittlichkeitsverständnis verbunden ist, da ist Rousseau natürlich ein Wegbereiter mit dem Volonté Générale. Kant hat daraus letztlich den Volonté weggelassen und das Prinzip der Verallgemeinerbarkeit rausgezogen und macht daraus sozusagen das Primat der Vernunft, die auf dem Prinzip der Verallgemeinerbarkeit im Wesentlichen beruht. Hegel ist in der Hinsicht jemand, der genauso sozusagen die Vernunft beschwört. Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig. Und nur weil er ja von einem sozusagen Fortschritt des Rechts ausgeht, von dem Kant auch ausgeht, aber Hegel sozusagen etwas, ja, wie könnte man sagen, man konnte nicht unbedingt sagen rein rationalistischer, sondern eben in einer Verbindung mit einem gewissen Maß an Voluntarismus quasi den Realisten markiert, ne? Sozusagen, das ist historisch so geworden und wir, die jeweils Lebenden, stehen am Ende der Geschichte. Und sozusagen der preußische Staat ist der Höhepunkt der Geschichte. Das ist der Punkt, zu dem Zeitpunkt, als Hegel die Rechtsphilosophie schreibt, ist der preußische Staat der Höhepunkt der Geschichte. Und das, denke ich, das hat man in vieler Hinsicht missverstanden, weil Hegel ist natürlich nicht der Auffassung, also er ist irgendwo schon Napoleon-Verehrer und er hat mit Hölderlin und Schelling zusammen quasi die Französische Revolution gut geheißen im Tübinger Stift. Also das ist ja ein langer Streit um die Hegel-Auslegung. War die Rechtsphilosophie reaktionär oder war sie revolutionär? Ich würde sagen, reaktionär ist der Text so geschrieben, dass er veröffentlicht werden konnte. Und wenn man eben die Notizen dazu liest, dann sieht man, dass er sozusagen es durchaus auch noch, dass es da einen anderen Diskurs nebenbei gibt. Und es gibt auch in der Zwischenzeit, glaube ich habe da mal mit einem in Jena eine Auseinandersetzung gehabt, der Hegel quasi zum Begründer des Liberalismus machen wollte, was mir nun wiederum nicht gefiel. Also soweit würde ich das nicht sehen. Aber jedenfalls Hegel ist doch der Staatsdenker. Er ist der Staatsdenker, schlicht und ergreifend. Und im Staat ist die Sittlichkeit aufgehoben. Und das passt natürlich irgendwo zu Rousseau, der. Da ist ja der Volonté General, der Körper ist ein moralisches Wesen. Da haben Sie genau diese Verbindung von Moralität und Sittlichkeit, die beide verbindet und die natürlich auch, wie auch immer, im Volonté General, diese Einheit herstellt, die Hegel im Staat, der die Sittlichkeit repräsentiert, ebenfalls herstellt. Aber Hegels Wege sind dann schon sozusagen doch andere, einerseits historisch, andererseits systematisch, eben dialektisch und begriffslogisch. Ausdifferenziert. Da würde ich sagen, ist Hegel natürlich ein viel ausdifferenzierter Denker als Rousseau. Und
Aber Linien dazu sind klar. Also, dass er Rousseau, dass er Rousseau lobt, ich kann mich jetzt an diese Stelle nicht mehr erinnern, aber die Rechtsphilosophie ist ja auch ganz umfänglich. Und also jedenfalls, nee, das kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen, dass er Rousseau durchaus lobt. Kant beschimpft er ja meistens, aber sozusagen Rousseau passt da eher in diese Linie des, sagen wir mal, werdenden Nationalstaates. Gut, gibt es da noch weitere Fragen? Ich denke, ansonsten würde ich dann die Veranstaltung beenden. Ja, genau. Haben wir ja. 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 Ja, doch. Danke fürs Zuhören. An alle, die noch drin sind. Ich danke, danke auch. Danke für den Vortrag, genau. Danke fürs Organisieren und genau. Ich danke allen und vor allen Dingen Herrn Stefan sozusagen für die Diskussion. Ja, also dann sage ich auch Tschüss. Tschüss. Ja, gerne.